Und er sieht so süß aus. Das ist ja gerade das Gefährliche bei ihm. Ich bin Miyuki aus der Zukunft und spreche jetzt von Miyuki aus der Vergangenheit. Ich habe ein bisschen den Vlog geschnitten, weil der ist 2 Monate her und leider sind einige meiner Hamster hier verstorben. Dazu kommt die nächste Woche ein extra Infovideo. Folgt mir auf Instagram auf jeden Fall für die neuesten Infos, da bin ich total aktiv. Ich wollte diesen Vlog aber trotzdem hier auf YouTube hochladen, weil er schon längst fertig war. Also dann viel Spaß. Sieht das aus wie die Kammer des Schreckens? Mit Stimmverlust. Harry, Hermine, Ron, wo seid ihr? Das ist auf jeden Fall eine Blue. Oder ein Fluffy, der einköpfige Wachhund. Well, excuse me. Wir haben früher Morgen. Einige neue Pakete müssen auch raus. Kurz beim Opa und der Bettelkönig hier mit der Bettel-Oma. Es gibt so eine fantastische Erfindung bei Hunden, ne? Die nennt sich Kotbeutel. Ne? Damit kann man immer so Hinterlassenschaften wegmachen. Das ist total innovativ. Krass, ne? Das ist ganz neu, gibt es erst seit gestern, ey. Wenn ich die Monsterflatschen manchmal hier sehe, denke ich mir, okay, was habt ihr für Tiere zu Hause? Ich könnte heulen dazu noch einen passenden Mülleimer. Ich werde nicht mehr. Schnuffi ist abgelegt. Ich komme wieder. Du schaust immer einfach aus wie so ein Kleopatra-Hund. Ara, hey, sitz. Na, der Oma-Bonus, der zieht manchmal nicht. Der Killer von Cap Linford. Ei. Ich habe nichts zu phrasen. Aber willst du trotzdem mich inspizieren? Ich weiß, das riecht. Au! Oh, das riecht super! Eieieiei! Das ist jetzt bestimmt der 500. Biss, den ich jemals von einem Hamster bekommen habe. Nein, ich denke mal, ich würde so 10-mal, 20-mal gebissen. Fräulein, ich habe nichts zu essen. Ja, hier geht's rapide zu. Diese Hamster haben übrigens am gleichen Tag wie ich Geburtstag, am 1.7., ne? Ja, ihr seid auch schon 1 Jahr alt. Warum sind alle meine Hamster so alt? Hallöchen von meinem Büro aus. Ich sitze jetzt gerade hier, mein Laptop ist am Abschmieren und ich bin... Während sich jetzt hier mein Programm abrödelt, hier ist einer meiner noch nicht fertigen Sticker. Das ist so ein Laufradsticker. Das sollte eigentlich jetzt Ketchup werden. Ja, ich habe meinen Kaffee noch nicht ganz auf, ne? Aber ja, regt mich jetzt darüber auf, dass ich so viele verschiedene Brushes ausgewählt habe und es nicht funktioniert. Das ist so der ganz normale Wahnsinn manchmal. Ich bin eine halbe Stunde, sagen wir eine halbe Stunde, bin ich jetzt dran und das ist das Ergebnis und ich freue mich. Das habe ich auch vor kurzem fertig gemacht. Das ist ein neues Herzversteck mit so Wolken. Also ein Wolkenherzversteck, weil nur alleine Herz finde ich irgendwie langweilig. Das kann man auch so normal vielleicht als Keramik hinstellen oder so. Aber das ist hier so schön, auch so Wölkchen. Und dann auch mit dem Eingang. Das werde ich definitiv nächstes Jahr, wenn, zum Valentinstag-Special verwenden in meinen Gegen selber. Oder wenn ich jetzt so viel auch Pink und Rottöne, Pastell bei meinen Gegen habe, was wahrscheinlich der Fall sein wird, ja, werde ich halt gucken, so Fan bin ich nicht. Dass ich dann auch wahrscheinlich viel mit Herzformen dann arbeite. Alle guten Dinge sind 3, jetzt versuche ich es nochmal. Irgendwie, ich habe ein bisschen was geändert. Ich finde, er sieht aus wie ein kleines Stück Marshmallow. Das passt doch super. Er ist so im Verhältnis zu seinem Körper ein bisschen länger irgendwie. Also er ist so ein langgezogenes Marshmallow. Ich bin immer so kritisch, dass ich mache. Das Ganze hat zwar jetzt nicht 2 Stunden gedauert, aber dafür bin ich doch ganz zufrieden mit meinem kleinen Ketchup. Aufkleber-Sticker, das muss ich noch irgendwie jetzt hinkriegen. Meine Maschine ist hier. Ich bin gespannt, ob das heute noch realisierbar ist. Es regnet jetzt nicht, also es könnte eine Chance sein, dass ich Suchspiele machen kann. Wenn nicht, dann muss ich halt durch den Regen wieder spazieren. Mal schauen. Eine Salatbar für die Kaninchen. Der Hund würde wahrscheinlich auch was jetzt hiervon klauen. Leckerchen? Möchtest du ein Lecker haben? Ja? Ich kratze mal die Reste zusammen und da ist mein Essen fertig. Piep, piep, piep. Ich mixe jetzt einfach ganz viel zusammen. Ja, Blue, du sabberst hier schon wieder am Boden, weil du dich so sehr freust. Ich kriege direkt alles wieder. Jetzt auch nochmal umfüllen, weil da ist fast ist nicht mehr so viel drin. Größenvergleich Blumen einfach mit diesem riesengroßen Sack. Da passt du fast ganz rein, ja. Wild gemischt. Okay. Ich bin so dankbar, dass die Blue einfach alles verträgt und alles frisst und da echt nicht mäkelig ist. Ich glaube, das hat geschmeckt. Ja, Maus? Jawohl. Noch so ein paar Pakete zum Auspacken. Ich habe jetzt mega lange gewartet, um die auch in einem Vlog hier für euch zu öffnen. Und bloß natürlich Assistentin Nummer 1, die macht da mit. Einmal. Die Geschenke sind von der lieben Kerstin. Ich liebe deine Videos und schicke viele Grüße aus Wien. Lu, wir sollten auch mal unbedingt nach Österreich mal Urlaub machen, ne? Da sollten wir mal unbedingt rumgucken oder campen. Ich möchte auch unbedingt in Wien eine Torte mal essen. Die Wiesenkräuter werde ich bei den Kaninchen mit unterwischen beim Futter.
Und dann können sie es dann immer jemand stabulieren. Die Snacks sind von der lieben Liliana. Vergnügen mit deinem Geschenk. Es ist zwar nicht viel, aber ich hoffe, ihr freut euch trotzdem. Bleib so, wie du bist. Liebe Liliana, ich freue mich über alles. Und das ist einfach, diese Geste von meinen Zuschauern ist einfach so lieb und nett. Und ist immer so von mir so, da freue ich mich. Also, Dankeschön an jeden. Mach du mal hier auf. Das sind Mini-Herzen, also ein Hundesnack. Und das ist auch nochmal ein Geschenk von der lieben Kerstin aus Österreich. Warum ich mir jetzt hier Mini auf die Wunschliste gesetzt habe, das hat den Grund, dass eben halt der Hund meiner Frau ein Dackel ist und eventuell dieses Mal in Mexiko, wenn es klappt, vom Tierarzt aus und auch mit dem Herzen vom Hund und alles mit der Verfassung. Das müssen wir gerade halt noch aktuell checken lassen und alles. Werden wir den Hund mit nach Deutschland nehmen. Das ist schon eine kleine Omi, also die ist 10. Und das wird dann sozusagen Blues große neue Ara werden. Aber wie gesagt, wir wissen noch nicht, ob es hundertprozentig klappt. Die Leckerchen kommen auf jeden Fall mit. Ne, davon kriegst du jetzt hier leider nichts. Drückt uns einfach da alle die Daumen, dass das eventuell klappt. Also die Krähe wollte jetzt unbedingt dazu noch ihren Senf dazugeben. Ich werde euch aber darüber auf Instagram und auch auf hier YouTube und auch auf TikTok auf dem Laufenden halten, bis diese Krähe sich entschieden hat, was sie überhaupt dir sagen möchte. Komm, den Fisch jetzt gucken. Fast 90% davon, alles aus eBay-Kleinanzeigen zu verschenken. Ich könnte ausrasten wegen diesen Krähen, die regen mich voll auf. Die Bros haben da voll was zu erzählen und ich habe keine Ahnung was, die sind aber mega laut. Alles, was ihr hier seht, das haben wir bei eBay-Kleinanzeigen organisiert und fast zu verschenken. Veräppeln. Die Fischis finden das auch immer interessant, wenn die Blut trinkt, weil da kommen die immer hier hin. Das alles bis auf die Palme hier, die haben wir komplett gekauft. Der Rest ist alles über Verschenken von eBay-Kleinanzeigen oder wirklich mega reduzierte 1-2 Euro Ware hier, wie die Blumen entstanden. Ich finde, es sieht gut aus, muss aber natürlich nochmal fresh gemacht werden. Hi, ihr Nasen. Na, geht's euch gut draußen? Hä? Captain, ich zerstöre alles und mache alles kaputt. Öffnen. Büchse der Pandora. Hi. Hallo. Guten Morgen. Genießen Sie die ersten Sonnenstunden? Hallo. Ah, boah, du Klein. Seht ihr, das ist kein Witz. Der ist sehr gefährlich und deswegen heißt er jetzt auch nicht mehr Littlefoot, sondern Piranha, weil der einfach Bluser nicht gestresst. Mir ist nichts passiert hier. Der ist halt einfach sehr speziell und liebevoll in seiner Art. Das ist T-Rex, aka Rantanplan. Das ist wirklich so ein liebes Kaninchen. Das Liebste, was ich je hatte, wie ich immer sage. Und er ist einfach... Ja, er ist halt Piranha, er ist halt sehr speziell. Ne? Sie ist ein großer, sanfter Riese. Du hast hier... Du verlierst auch ein bisschen Haare jetzt aktuell. Er ist einfach, weiß ich nicht, er ist immer grumpy. Liegen auch zusammen und kuscheln und putzen sich gegenseitig. Also irgendwie hat er entweder immer schlechte Laune, ne? Also und vielleicht nur so 2% am Tag ist der da hinten gut gelaunt. Das ist so, die kommt damit klar. Aber manchmal hat sie halt auch kleine Kratzwunden an der Nase und lässt sich halt gerne mal verkloppen. Aber irgendwie, ja, die liebt ihn trotzdem, aber manchmal haben die halt mega Stress. Ich glaube halt, er ist der mega Macker-Macho vielleicht und sie akzeptiert das irgendwie, aber wie das bei den Kaninchen abgeht, habt ihr auch Kaninchen? Wie sind die so drauf? Habt ihr auch einen richtigen Killer-Terrorlöffel und einen ganz lieben? Schreibt's mal, also es ist wirklich wow. Aber zurück zu den Geschenken. Ich habe hier eine Futtermischung, die finde ich eigentlich ganz gut und praktisch, diese Sammelbecher. Diese Trüge kann man auch immer wieder verschließen und da mische ich dann halt mein eigenes Futter rein. Da werde ich jetzt ein bisschen umpacken. Bitte zerfleisch mich nicht, das wäre ganz lieb. Ja, bitte, also, oh Gott, beiß mich nicht. Hier, guck, Schatzi. Schaut euch das mal an, wie lieb die das einfach nimmt, ja? Meine Güte, die läuft auch schon viel, viel besser. Die war ja eine Zeit lang... Leider hatte sie die Pfötchen vorne kaputt, das war ganz schlimm, aber ich habe sie da behandelt und wir waren beim Tierarzt und jetzt bin ich froh, dass alles funktioniert. Warte, warte, so schnell bin ich auch wieder nicht. Warte. Guck mal. Ich habe Angst, dass er mir
Ich riech Verfleischung. Oh Gott, das hat funktioniert. Schade, dass es kein Geruchs-YouTube gibt, weil das riecht einfach so lecker. Oh Gott, Piranha, sei lieb. Hier, guck mal. Guck mal. Ja, nimm. Oh mein Gott. Du machst deinen Namen einfach alle Ehre. Und er sieht so süß aus. Das ist ja gerade das Gefährliche bei ihm. Möchtest du auch hier was? Schmeckt das, Baby? Ja. Du Grummelopa, ey. Jetzt hier einfach auch nochmal den Größenvergleich. Hier die kleine Kampfmaschine, 1,5 Kilo. Ja, du. Und hier, mein Riese. Also nicht Riese, sie ist ja mittelgroß mit 4,5 Kilo, aber... Die können einfach stehen und essen.